Also wenn mich was inspiriert hat, dann war es so in meinen jungen Jahren, wenn ich auf so sonntags auf die Alm gegangen bin und dann habe ich von der Ferne schon immer diese Musik gehört, was so meine Vorbilder damals Musik gemacht haben und gesungen haben, dann war das für mich immer gedacht, das möchte ich haben, das wär's. Der Mostheurige der Familie Gangl ist im Naturpark Almenland seit 20 Jahren eine Top-Adresse, wenn es um Essen, Trinken und Gemütlichkeit geht. Wer eine Atmosphäre des gemeinsamen Musizierens, ehrlicher Gastfreundschaft und einer qualitativ hochwertigen Jause schätzt, ist hier allerbestens aufgehoben. Zur Gurdenkost an echten Most lautet das Motto und eine ordentliche Musik. Und da musikalisch habe ich ja die Heugrafen gehabt. Und die Heugrafen sind im Gegensatz zu den Slowenen eigentlich diese bayerische Musikrichtung, die was mich wirklich gewaltig fasziniert. Und aus dem Grund hat es mich dann gefreut, dass ich die Heugrafen zum ersten Mal da hergekriegt habe in dieser Region. Die musikalische Leidenschaft des Wirtes wird perfekt ergänzt durch die kulinarische Kreativität der Wirtin. Ja, ich habe eine sehr große Leidenschaft für das entwickelt. Es hat sich einfach ergeben, ich tue gern kreativ sein und die Jausen schön herrichten. Und ich glaube, die Liebe zum Detail macht es aus, dass passt und die Leute gut schmeckt. Auf den Tisch kommt beim Mostheurigen nur beste regionale Qualität. Was die Gangls nicht selbst erzeugen, wird von Produzenten aus dem Almenland zugekauft. Von den Eiern bis zum Fleisch, vom Stollenkäse bis zum Aufstrich. Und die warmen Ripperl auf der Brettljausen sind sowieso der Hit. Meine Frau kocht irrsinnig gut. Also ich glaube, ich habe es deswegen geheiratet, weil sie genau meinen Geschmack trifft. Wer kann da widerstehen? Ja, sehr beliebt bei uns ist die Almenlandjause, die man eigentlich für mehrere Personen oder auch im Einzelnen bestellen kann. Wenn Tisch voll Leute ist, dann kommt eben große Platten am Tisch, wo fast alles drauf ist, was wir so an Produkten erzeugen. Mit der Erzeugung begann die Erfolgsgeschichte. Erst später wurde die Idee umgesetzt, die Qualitätsprodukte auch selbst an den Mann zu bringen. Ursprünglich eröffneten die Gangls eine reine Mostschenke. Heute gibt's zur Freude der Gäste das volle kulinarische Programm. Dazu gehört das Brot vom Nachbarn. Ja, das ist eben das Besondere an dem Brot, was wir zu alle Jausen dazugeben, ist einfach, dass es ein biologisches Brot ist, dass es sein Getreide selber verarbeitet, dass ja, mit Sauerteig reines Roggenbrot ist, eben ein Bauernbrot. Ich glaube, das hat hin, gell? Besonders bekannt ist der Mostheurige auch durch seine hervorragenden eigenen Fleischprodukte, Aufstriche und Selchwaren. Eine Erfahrung, die alle Produzenten im Naturpark Almenland motiviert, lautet: Regionalität zeigt sich im Geschmack. Nur wer wirklich zuverlässig weiß, woher das Fleisch stammt, kann beste Qualität produzieren. Die Almenlandjausen, das Bauernbuffet des Mostheurigen, individuell gestaltete Geschenkkörbe. Was immer hier erzeugt wird, findet schnell seine Abnehmer. Die Selchwaren gehören dabei ebenso zu den Spitzenreitern im Sortiment wie beispielsweise der hausgemachte Schweinsbraten. Auch die köstlichen Aufstriche sorgen bei Freunden des Bodenständigen für Hochstimmung. Von der kleinen Geburtstagsfeier im Familienkreis bis zu großen Busgruppen mit Platz für rund 110 Gäste ist der Mostheurige der richtige Ort für jeden Bedarf. Musikanten aus St. Kathrin, laden Sie wohl alle ein, denn ein Fest. Immer wieder begeben sich Musikanten hier auf eine Reise der Geselligkeit. Irgendwann ist dann gekommen, machen wir das. Und da sind Gruppen eingeladen zum gemeinsamen Musizieren. Und das hat uns schon gewisse Formen angenommen. Liebe Leute, ihr seid ganz groß.
Der Mostheurige in Hohenau an der Raab. Ein Top-Produzent, ein beliebtes Ausflugsziel und eine weitere Erfolgsgeschichte nach den bewährten Prinzipien des Naturparks Almenland. Regionalität und Nachhaltigkeit.